Bad Endorf liegt nicht nur herrlich eingebettet in die Seenlandschaft des Chiemgau, sondern ist auch überregional bekannt durch seine lange Theatertradition, weiß auch Spielleiter Josef Köstlinger zu berichten. 225 Jahre Theatergeschichte, das muss gefeiert werden. Und für dieses besondere Jubiläum haben wir uns eine besondere Figur ausgedacht, und zwar die Teresa von Avila. Eine Kirchenlehrerin, eine Mystikerin, ja, eine große Heilige. Wer war das? Was ist das für eine Figur? Und bei uns im Theater, da nimmt man die Figur kennen. Ich kenne deinen Hang zur Dankbarkeit. Schon eine kleine Sardine, die man dir schenkt, genügt, um dich zu bestechen. Gespielt wird die junge Teresa von Avila von Christine Rosten. Teresa wurde am 18. März 1515 geboren. Sie wollte als junges Mädchen nicht verheiratet werden und ist daraufhin ins Kloster eingetreten. Im Kloster hat sie lange nicht wohlgefühlt, aber so um die 40 rum, wie sie alt war, hatte sie so Visionen und Botschaften von Gott und entdeckte für sich das innere Beten. Und von da an wollte sie unbedingt dann ein ärmliches Kloster gründen, in dem man dieses innere Beten vollziehen kann. Gott hat in uns gesandt. Ja, Gott hat in uns geschickt. Und das hat sie dann durchgesetzt. Und ja, mit vielen Schwierigkeiten natürlich zur damaligen Zeit, aber sie hat es geschafft, weil sie eine kluge Frau ist und diplomatisch sein konnte und hat viele Klöster gegründet. Sie starb dann mit 67 Jahren am 4. Oktober 1582. So eine Figur zu erleben auf der Bühne, zu sehen, wie die da lebt, was die gemacht hat, was, in welchem Umfeld das die gelebt hat. Leidet ihr unter Verstockung? Das alles zusammensetzen. Und dann so ein tolles Stück auf die Bühne bringen. Wie wir singen, wie die Spieler, während die Probenzeiten, aber dann in die Spielzeit rein, wie die auf einmal wachsen mit einer Rolle. Das allein ist schon wert, dass man unser Theater anschaut. Die Aufführungen des Stückes Teresa von Avila finden von Pfingstmontag, 25. Mai, bis Sonntag, 28. Juni 2015 statt. Details zum Spielplan und zum Kartenverkauf finden Sie auf der Internetseite des Volkstheaters Bad Endorf.